Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück bei State of Decay 2. Wo laufen die denn hier hin? Okay. Die teilen sich so ein bisschen auf, wie es scheint manchmal. Ja, ich habe uns ein bisschen optisch angepasst. Viel Klamotten habe ich noch nicht, aber jeder ist jetzt so ein bisschen wie eine kleine Rockergang. Und gucken uns mal kurz alles so ein bisschen was an, wo wir hier sind. Wir sind momentan hier, haben einen Feuerwachturm, den gucken wir uns jetzt gleich mal an, dass wir ein bisschen was erkunden können. Da ist noch ein, genau, ein solchen Zombie, den müssen wir da noch finden, dass wir das Ganze haben, unsere Gemeinschaft, das ist hier die Truppe und hier haben wir unsere Feuerwachenfestung. Wir können noch zwei Teile hier bauen. Wir können noch Außenposten besetzen. Zwei leere Slots haben wir dort. Und vier Betten haben wir im Moment. Zwei Parkflächen. Was? Du hast ein paar Sachen gefunden, während du draußen warst. Du warst doch gar nicht weg. Wie auch immer, der Turm. Na, da kommen wir sogar da hoch. Okay, I'm out. Could be worthwhile to climb up and get a better look around. Ja, genau das habe ich vor. Mal hier eigentlich was drin. Das hier scheinen die Betten zu sein. Zielen. Achso. How fantastic. Das ist ein Kreischer. Aufklärung von einem Turm aus. Ja. Okay. I'm getting the better sense of the layout of this town. Tatanmarkt. Winchester Notfallpflege. Let's take a look at our resources and decide on what we need most. Garage und ein Haus. Schließfach und Mietlager. Sonst. Da haben wir noch was. Haus mit netter Aussicht. Aha. Blasse Werbetafel. Kaputten Parkplatz. Was ist das? Ah, okay. Steuerberatung. Waffeldepot. Da hinten ist auch noch was. Army und Navy Bedarf. Okay. Da haben wir auch noch was. Werkzeugschuppen. Eine Campingtoilette. Und ein Lager. Wie geht's weiter? Ein Werkzeugschuppen. Wieso genug fürs Erste? Denn dann will ich auch alles erkunden. Aber hier gibt's nichts mehr. So. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal einiges erkundet, was wir machen können. Der Werkzeug. Das wollte ich jetzt nicht markieren. Ein Lager haben wir da. Campingtoilette. Ich würde normalerweise sagen, dass ich mal hierhin versuche zu reisen. Und diesen Kreischer nehme ich noch raus. Der wird bestimmt zu einem Problem sonst. Okay. Okay. Dann wieder auf runter. So. Barry, möchtest du mitkommen? Need some help. Let's go. You're in charge. Alles klar, dann gehen wir mal los, Barry. So, okay. Mal ganz kurz gucken.
Dieser Kreischer, der muss ziemlich, da ist er doch schon, glaube ich. Gucken mal, dass wir den direkt hier ein bisschen aus dem Weg räumen. Oh, oh, oh. Keep your guard up. No telling who or what might be hiding in there. Tschüss. Kreischer erledigt. Der kreischt nicht mehr. Nicht wahr? So, dann können wir da mal rüber gehen. Mal kurz auf die Map gucken. Genau. Ich glaube, da leuchtet das Ding schon rot. Dieses Blinken da. Ding, bling. I'm getting close. I'd better be careful. I don't want to get sick too. Allerdings. Sind wir noch direkt zwei. Wie machen wir das am besten? I never quite bought into the concept of fair. If you could get away with it, that was fair. Which didn't make me the best ref back when my kids played soccer. Aha. Ja, schleiche mal hierher. Gerade mengt. Klettere über ein Hindernis. Will ich da drüber klettern? Will mir eigentlich einen davon schnappen. Hallo. Danke. Hoppala. Dreh dich doch nicht so schnell einfach um. Dankeschön. Hey, I found the sample we need. Ja. That's good. I need that sample right away if I'm going to save my patient. Dankeschön. Damit habe ich sie alle erwischt. So, durchsuchen wir noch die Container. Habe ich da wieder was gehört? Da hinten denn bestimmt. Besser als nix. Was? Toll, ich habe keinen Platz oder was? Was will ich da mit den Dingern? Lass uns mal kurz quatschen. Das bin ich. Das gebe ich dir, das gebe ich dir. Der ist kaputt. Komm, den kriegst du da auch. So. Was haben wir denn hier? Paket mit Militärmunition. Okay. Das war's. Dann gucken wir mal, dass wir da wieder hochkommen. Kann ich hier mit diesen kaputten Kisten eigentlich was machen? Ne, sieht nicht so aus. Ah, da aber. Mit der können wir was machen. Das ist der kaputten Parkplatz.
Hier, Barry. Ich geb dir mal das Ding da. Du machst ja eh nicht gerade viel. Nein. So, dann kehren wir einfach mal wieder zurück. Das ist ja nicht so weit, einfach da hoch und dann sind wir schon da. Können wir direkt mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Nö, da ist nix. Hey Buddy, I'm back. And I've got what you need. Das ist unser kaputtes Auto, da ist was. So, das nehmen wir noch mit. So, dann. Hier haben wir das Lager. Dann, Barry. Gibst du mir das hier? Sehr gut. Das ist jetzt das Schließfach. Ja. Okay. Schließfach. Gemeinschaftsschließfach. Normaler Rucksack. Okay. We now have enough plague samples to make the cure for my buddy. We should get on that as soon as possible. So, das kommt alles da rein. Barry? Die Patronen sind dafür, okay. Das passt. Alles da rein. So, jetzt muss ich das Heilmittel herstellen. Dafür muss ich hier hin. Metz herstellen. Seuchenmittel. Okay. Dafür brauche ich 5 Proben. Okay, I have the cure in hand. We'll have you feeling better in no time, my friend. Hey, no rush, amigos, but if that cure is ready, so am I. Ja. Dann heilen wir den nochmal. Hell, I'll try anything at this point. Alright, back on my feet and we did it. We actually beat this damn blood plague. At least for today. Makes you wonder how many more people out there we might be able to save. Ganz genau so sieht das aus. We're going to regret it. Now that we can catch our breath, we should figure out how we're going to survive here. The best way to do that is to take out zombie threats and make this area safer for everyone. I saw a screamer on our way in. Those freaks always gather more zombies. We should start there. Wo haben wir denn den Streamer gesehen, verdammt? Wir haben einen schon längst ausgenommen. So. Wir brauchen extrem viel Nahrung. Ganz viel Nahrung.
Okay, also entweder kümmern wir uns um eine Bedrohung. Oder wir stärken unsere Basis. Ich glaube, ich würde erstmal das hier machen. Sprich mit Blank, um ihre Sicht zu verstehen. Wo ist ein Blank gerade? Schläft die da? Ne, das ist Cooper. Nice to see you're still alive, amigo. Da ist Blank. I think we should focus on safety here before spending time out there. Stimme ich zu. Okay. Haben wir das erledigt. Und dann können wir losmarschieren. Okay. Alright. Things are looking good. Basis. Bürger. Details. Sehe ich irgendwo, wie müde der ist oder so? Scheint noch nicht müde genug zu sein. Okay. Das heißt, wir. What the hell am I thinking? Ja, achso, jetzt hätte ich das beinahe gegessen. So. So, dann auf mal hier in die Richtung. Cardio, sehr gut. Careful, that Zed is close. Okay, I found a good spot to search for materials. Oh. Should this really be our priority right now? Our priority is about staying safe. Unsere Priorität ist es, sicher zu bleiben. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Da hinten kriecht einer durch die Gegend. Da oben sind zwei auf dem Dach. Wo ist der gehüpft? Die beiden sind wir los. Sonst ist hier aber nichts mehr auf dem Dach, wie es scheint. Ja. So, dann durchsuchen wir mal schnell alles. Got it. Perfect. I better get these materials back home. I could carry that rucksack for you if you like. Ja, bitte. I could carry that rucksack for you if you like. Ja, ich hab schon verstanden. Bitteschön. Dann gucken wir da nochmal rein. That's useful, I guess. Mhm. Erwischt.
Dann auch wieder zurück. Schön das Cardio trainieren. Hey everyone, we're back. Nice. I hope you found everything we need. If we run out of building materials, our home will start falling apart. So, dann gib mir mal das Ding wieder. Dankeschön. And I brought a surprise for everyone. Thanks for taking care of that. You rock. We can use those materials to start building anytime. You know, a workshop would let us make all kinds of useful equipment. Okay. Also, meine Werkstatt soll ich bauen. Not just for us, some of it would be good for trading. So, als nächstes machen wir dann die Zombie-Bedrohung. Also, das wird noch gebaut. Das gucken wir uns aber noch kurz an, bis das, wie das fertig ist, was wir damit machen können. Und wir brauchen dringend Lebensmittel. We need to establish a presence in this town. Let people know not to fuck with us. I saw this military site on our way in. We should claim it as our own with an outpost. It'll make a bold statement to anyone coming into town. Plus, it'll give us a steady supply of ammo. Okay. Okay, das Ding dauert noch ein bisschen. Dann gehen wir raus zu unserem nächsten Punkt. Yeah, we did it. Ja, sehr gut. Ja, wahrscheinlich musste ich rausgehen, damit das kommt. Ich weiß es nicht. Cardio, mehr Cardio. This place is cleaned out. Infektionsherd. Aber jetzt nicht hier nennen. Doch. Da, wo wir hinwollen, ist natürlich der Infektionsherd. Huch, mach langsam. It's worse than I thought. This place has a full-blown infestation. Feels risky. Remind me why we're doing this? If we let that sit, it'll just keep getting worse. Gehen wir kurz da hoch. Vielleicht haben wir da ein paar besondere Möglichkeiten. Zum Beispiel von oben runter schießen oder sowas. Okay, die ragen da ziemlich gut rum, glaube ich. Oder ist das unser Kollege? Warst du das? Sachen. So, mal kurz gucken. Einer davon muss ein Kreischer sein. Das ist der, der da in der Mitte steht. Wir könnten versuchen, den mit einem Kopfschuss zu kriegen. Und den Rest zu verprügeln.
Nicht, dass ich den von hier erwische. Wie sieht's eigentlich mit dir aus? Du hast doch eine viel schönere Waffe. It was this one bar down the street I used to just love. Okay. I swear I went there every birthday. But it's so weird. I can't remember the name. I can still taste those nachos. Keep that mouth shut. We got a zombie coming at us. Down isn't dead. Macht er mit oder steht er jetzt nur da? Macht er mit oder steht er nur da? Auf die Munition zu vergeuden. All right, people. The site is now clear. Nice work. Sorry, where was I? Oh, right. But it's so weird. I can't remember the name. I can still taste those nachos, though. You're in charge. So. Okay. Dann. Gucken wir mal, was wir hier alles haben. If we're going to survive, we need to build some alliances. We should start by finding some friendly neighbors. Damn, it's locked. I hope nothing heard that. Hier ist nichts mehr. So. Nice. Können wir jetzt jedem Strohhut einen Westernhut geben. Nice. Okay. What's up? Barry, das ist für dich. So, haben wir noch was hier? Ich glaube, das war's. Wir könnten aber... lernen. Ja, warum okay. Nicht? Okay, work's done and this outpost is ready for use. And with just a bit more effort, it could really be something. Sehr gut, dann ist das jetzt unser Außenposten, der erste. Der, denke ich mal, Sprutte erzeugt oder so. Wir gehen mal zurück. Oder zu dieser Werbetafel. Gucken wir uns die noch mal ganz kurz an. Ach, sehr schön. Das können wir schon. Da haben wir noch ein paar Sachen. Da auch noch. That's enough for now. Das war's schon. So, das ist das, wo wir sind. Perfekt. Gut, dann. Ab nach Hause. Mal ein bisschen Cardio üben. I'm exhausted. So, dann gehen wir das mal wieder zurück. Benzin haben wir eingelagert. So, Benzin da rein. Dann haben wir das auch.
So, und jetzt haben wir wieder zwei Sachen. Wir können Territorium beanspruchen. Das ist dieser Militärstützpunkt. Oder wir können gucken, dass wir... Machen wir das später. Okay. Achso, da müssen wir funken, oder? Ja, öffnen ein Funkmenü. Ne, dann machen wir erstmal das mit dem Militärstützpunkt und gucken uns das Ganze an. Hier haben wir jetzt, stellt jeden Tag Benzin bereit. Das ist auch nicht verkehrt. Essen und Medikamente, das wird unser größtes Problem. So, hier das Ding ist ja fertig. Mal gucken. Waffen reparieren und verwerten. Ausgerüstete verwerten. Ausgerüstete Nahkampf. Ich will aber nicht die ausgerüsteten Sachen verwerten. Also müsste ich jetzt echt, wenn ich jetzt viele Waffen hätte, wie jetzt zum Beispiel diese Knüppel, müsste ich echt hingehen, die ausrüsten, dann da hingehen und das verwerten. Das ist ganz schön lästig. Okay, ich kann jetzt zu einem anderen wechseln, weil der hier wird langsam müde. Schauen wir das kurz mal an. Gemeinschaft, ja, da sieht man schon, der ist müde. Ah. Cooper, zack. So einfach kann man das machen. So, jetzt spielen wir mit dem hier weiter. Der ist natürlich noch super gut ausgerüstet. What's up? Kann ich dich wegschauen? Watch your back, okay? Okay. Okay. Ich rüste das Ding mal aus. Eine Waffe habe ich nicht. Muss ich gucken, dass ich irgendwann mal eine besorgt krieg. Ich nehme mir das Ding mal mit und das Ding mit. Dann gehen wir mal kurz hier vor die Tür. Damn, that SUV is falling apart. I should check the trunk for a toolkit. Dass wir den repariert kriegen, weil er könnte echt nützlich werden. Wir haben ein bisschen repariert bekommen. Shit, I forgot how much stuff we left back here. Oh, Konserven. Sehr gut. Auto. Das war nicht so ganz der Plan. Wow. Sehr kompliziert. This should keep her going, but it won't last forever. Next time we see a gas station, we should check it out. I should take her for a spin, just to make sure she's running well. Reparieren. Wie neu. Fast. Ich könnte noch eins benutzen. Was haben wir hier? Auto verbessern. Smashwagen. Ein Aufwertungskit. Okay. Da habe ich jetzt das drin und das drin. Das ist auch, denke ich, ganz wichtig. Damit du nirgendwo liegen bleibst, dass man das dabei hat. Und ich habe Lebensmittel gefunden. Perfekt.
So. Und damit sind wir mit dieser Folge durch. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ja. Die ersten paar Missionen haben wir ziemlich locker geschafft. Müssen mal gucken, wenn das so leicht bleibt, dass ich die Schwierigkeit doch ein bisschen hochschraube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Malet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Jod, ich bin fort.